Howdy, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir haben in der letzten Folge wir waren ein bisschen jagen und haben davor Black Bell getroffen, die erste Revolverheldin, und sind jetzt hier mitten im Niemandsland gerade auf dem Weg zurück in unser Lager. Und es ist tiefste Nacht, die man unschwer erkennen kann. Wo will der mich denn jetzt hier rumschicken? Nee, ich reite hier lieber ein bisschen querfeld ein. Und da ist der nächste Hirsch. Yep. Diese Waffe ist in schlechtem Zustand. Das ist natürlich nicht gut. Die müssen wir mal kurz pflegen. Die müssen wir mal ein bisschen reinigen hier. So. Damit wir damit wieder vernünftig schießen können. Und dann kümmern wir uns um den Hirsch. Mr. 3 von 3. Dann haben wir da nämlich auch wieder eine Herausforderung abgeschlossen. Zack. So. Und den häuten wir eine Runde. Sehr gut, so. Deadeye, du kannst nicht alle Teile des Tieres einsammeln, da kein Platz mehr ist. Was haben wir denn hier? Stufe 3, sehr gut. Dann gucken wir gerade nochmal in die Herausforderungen. Meisterjäger 2, sammle 3 Hasenfelle in perfektem Zustand. Alles klar. Was? Ich wollte das aufs Pferd packen. Kann ich das nicht mehr... Darf ich das nicht aufs Pferd packen? Hoppala. Falsche Taste. Da liegt doch erst ein Fell drauf. Ah, doch. Ich kann es drauflegen. Ich wollte doch sagen, warum soll denn da nur ein Fell drauf? Das ist ja völliger Quatsch. So. Und dann weiter Richtung Lager. Und wenn wir jetzt Hasen sehen... Dann nehme ich auf jeden Fall den Bogen, um den Hasen nicht zu verletzen. Damit wir die perfekten Hasenfälle kriegen. Wow! Ach, hier war doch dieses Gebiet von dem legendären Tier, oder? Oh, und es fängt schon wieder an zu regnen. Na, großartig. Ach so, Hirsche. Yep. Sehr gut. Dann auf über diesen Hügel. Nacht bei Regen ist echt dunkel. Oh, da oben brennt noch ein Feuer. Was ist denn da oben noch? Kann ich hier hoch? Kann ich. Sehr gut. Na, wen haben wir denn hier? Ist das wieder der einsame Trapper? Scheint so. Ja, ist ja schon gut. Eigentlich müsste ich dich ja schießen für deine Frechheit. Wow. Das ist mir ein bisschen zu steil hier. Da geht's, glaube ich. Auch nicht. Wie komme ich denn hier runter? Hier geht's. So. Das schafft unser lieber Dirk. Was haben wir denn da? War das gerade ein Hase oder war das was anderes? Ah, Mist. Weg ist es. Wie steht hier denn einfach ein Pferd einsam? Haben wir hier. Ein kaputter... Ach, hier, Goldschürfer.
Ölquelle. Wieder ein bisschen was aufzeichnen. Jawohl. Horseshoe Overlook. Boah, dieses Tagebuch ist echt so liebevoll gestaltet. Das sieht so klasse aus. Liegt da jemand? Oh. Naja, das brauchst du wohl nicht mehr. Brief? Was haben wir denn hier? Lieber Mr. Varley, es ist äußerst bedauerlich, dass Sie die diversen und ausgesprochen großzügigen Kaufangebote der Cornwall Kerosin- und Teerwerke abgelehnt haben. Mr. Cornwall hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, Ihnen weitere 3 Wochen zu geben, in denen Sie Ihren Standpunkt noch einmal überdenken können, wozu wir Ihnen stark raten, voll der Drohbrief. Nach dieser Zeit sollten Sie sich Gedanken machen, ob ein Unternehmen Ihrer Größe finanziell im Staat New Hanover konkurrenzfähig bleiben und akzeptable Preise für den Schienentransport anbieten kann. Wir freuen uns, bald von Ihnen zu hören. Hochachtungsvoll. Aha. Was war das jetzt hier? Hallo? Wer hat denn da gerade reingequatscht? Interessant. Ich kann mal gerade ein bisschen das Pferd füttern eigentlich, ja? Wow. So. Füttern wir das mal kurz. Er ist schon ganz schön mitgenommen. Hier, Großer. Wunderbar. Noch eine Runde, komm. So. Ja, verbunden an Stufe 3. Sehr gut. R1 und X, Rutschbremsung. Beim schnellen Reiten R1 und X. Probieren wir doch direkt mal aus. Jaha. Super. Da können wir auf jeden Fall schnell anhalten. Und noch ein Hirsch, aber den erlege ich jetzt nicht. Bin jetzt eher wieder auf der Suche nach Hasen. Lenny, ich bin's. Au! Scheiße. Oh. Au. Scheiße. Aua. Oh, das hat ja fast körperlich wehgetan. Oh, da bin ich wohl ein bisschen zu schnell unter den schrägen Baum geritten. Scheiße. Okay, Vorräte sind niedrig oder was? So, was ist das denn Rotes da? Was soll denn das hier sein? Nix. Alles klar. You did good in town. Finding out about that train. Thank you. It was fun. So, was haben wir denn hier noch für einen Brief jetzt liegen an uns? Hm? Dear Arthur. I've written this letter 100 times or more, and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke, and I was going off to get married, that we would not speak again. I know I said a lot of things, and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me, or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story and not an interesting one, but I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town, and I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours,
Mary Linton. Jetzt kommt auch noch eine Liebesgeschichte mit ins Spiel. Mhm. Interessant. Reverend Swanson. Ich kann mal zur Lagerkasse gehen und meinen Anteil reinlegen, auf jeden Fall. Ja, da ist sie. Ich wollte gerade sagen, die ist doch hier. So, dann leiste ich mal einen Beitrag für die Staatskasse hier. Was können wir denn an Gegenständen spenden? Die können wir eigentlich ziemlich gut verkaufen, aber die kann ich auch spenden, oder? So, silberne Gürtelschnalle bringt nicht so viel. Warum wird denn das so mit so einem Gong angekündigt? Sehr interessant. Ah, zack. $54. Wer hat denn sonst noch sowas eingezahlt in letzter Zeit? 216 Lagerkasse. Horseshoe Overlook, goldene Taschenuhr. Ja, das war alles ich. Susan, rote Beete. 30 Cent. Fledermausflügel. John, Bisamrattenfell. Strauss, Arzneiwagen. Erhöhe die Vorräte des Arzneiwagens und füge Schlangenöl hinzu, um dein Deadeye aufzufüllen, sowie Magenbitter, um deine Ausdauer aufzufüllen. Richtig Abwechslung. Erhöhe die Vorräte des Speisewagens und füge Kautabak sowie Premium-Konserven hinzu. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn sonst noch so hier? Angriff verbessern. Erhöhe die Vorräte des Munitionswagens und führe Repetiergewehrmunition und Pfeile hinzu. Das brauche ich tatsächlich alles irgendwie gar nicht, ne? Dutch will etwas Gemütliches. Einfaches Zelttuch und altes Fell zum Aufwärmen. Mhm. Ja, lassen wir das erstmal. Das Lager können wir immer noch verbessern. Und ich wollte sowieso nochmal nach Valentine, um mich ein bisschen neu einzukleiden. Deshalb ist es gerade perfekt, dass Mary mir geschrieben hat. Dann können wir einmal nach Valentine rein. Striegen wir dich mal ein bisschen großer, hä? Huh? Ja, machen wir dich mal ein bisschen sauber nach dem langen Ritt hier. So, dann auf Richtung Valentine. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Hasen auf dem Weg. Ciao, Lenny. Was? Ach, das sind oh, oh nein. Und reite einfach drüber, jawohl. So, lad mal nach hier. Sehr gut. Verdammter Mist. Ah, oh, fuck. Und ich muss mal ganz schnell Gesundheitstonika hier was trinken. Die fucking O'Driscolls, dem reite ich jetzt hinterher, den kriege ich. Dich krieg ich, Keule. Blöder Sack. Ich würde gerade O'Grady sagen, die scheiß O'Driscolls, ey. Kann auf jeden Fall keiner meinen Standort verraten, wenn sie alle tot sind.
Yep. Und wenn, dann plündern wir die auch eine Runde, würde ich sagen. Ihr Blöden. Kautabak ist immer gut. Yep. So, ist mir egal, ob der mich dabei jetzt sieht, wie ich den ausplündere. Die haben angefangen. Come on, girl. Yep. So. Aber das macht denen gar nicht so. Wenn da einer ist, so eine Kutsche mit 5 Leichen daneben und man plündert die, dann verraten sie einen nicht auch echt. Also so ein bisschen. Manchmal lässt der Realismus sehr zu wünschen übrig hier. War das da vorne gerade Schafgabel? Ne, das ist auf jeden Fall keine Schafgabel. Ich muss auch immer noch Schafgabel pflücken, aber ich finde irgendwie keine mehr. Na, jetzt müssen wir hier eh warten. Ach, der ist in die andere Richtung unterwegs, der Zug. Ich finde, das hört sich so krass realistisch an. Das ist so geil. Überhaupt, die Soundkulisse macht echt so viel aus in dem Spiel. Die ist so großartig. Was? Willst du mich verarschen? Naja, und? Come on, there's gotta be a fight every night in that shithole. Just show some respect next time. We've run far worse than you out of town before. Alter. Get your head out of your ass. Your friend had worse coming. I let him off easy. Leave me alone. Ja. Fick dich selber. Back off. Konnten wir noch gut überholen. Hey, Mann! Ich guck mir mal hier so eine Kopfgeldmission auch an, wenn ich jetzt gerade schon mal hier bin. Und wir wollten ja eh noch einkaufen. Was? Du da hinten oder was? Na, was haben wir denn für ein Problem, Keule? I got real bad nerves. I can't work. Can you give me some money? How can I help you? New Hanover Gazette. Kaufen wir doch mal. Take a good one there. I just want to get a drink. I'm parched. Morning. You ain't scaring nobody. Get your news here, Valentine. So, Sheriff. Nö, da wollen wir nicht hin. Ach doch, da wollen wir hin. Da gibt's ja die Kopfgeldmission. Sheriff's Office, guten Tag. Well, look here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Nicht so wirklich. Then I don't need to know much more than that, till I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a feller to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. Yeah. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, Glenn Good. What is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. I thought he was sowieso hin. Bring him in. The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings.
I'll see what I can do. Well, good luck to you. Wir wollten ja sowieso in den Norden, das passt ja wunderbar. And we need him alive. That's an important point. Ja, alles klar. I got it. Oh, der Doktor. Bauen immer noch an diesem Haus, wie geil. Ich bin gespannt, ob die irgendwann mal fertig sind. Help wanted. So. Untersuche die Schlucht. Ja, das machen wir das nächste Mal. Jetzt gehen wir erstmal noch eine Runde einkaufen hier. Hallo. So, dir verkaufe ich jetzt erstmal ein bisschen was. Alright then, let's have a look. Jawohl, was willst du denn von mir haben? Was? Der will nichts von den Wertgegenständen kaufen? Das ist natürlich blöd. Meinen Kaffee will er mir abkaufen, na grandios. Na gut, dann gucke ich mal in den Katalog. Everything in that is available for purchase. Kleidung. So. Was haben wir denn für gesamte Outfits hier? Mhm. Oh, das ist noch gesperrt. Das darf ich noch gar nicht. Das ist mir... Ne, das ist mir auch nix. Dann eben wieder einzeln einkleiden. Wir gehen ja zu Mary, also würde ich sagen, machen wir uns mal schick. People have been talking about a curse in Valentine as long as I can remember. Some reckon this was Indian land once, but I ain't sure. Crusher? Ja, der sieht auch super aus. Taking a shine to that, huh? Oh ja, der gefällt mir. Den finde ich super. Alright. Machen wir uns mal schick für Mary. Wanderjacke. Späherjacke. Kammgarnmantel. Nee. Was ist diese Späherjacke? Auch nicht so. Auch nicht so meins. Klassischer Gehrock. Maybe someday I'm gonna quit Valentine. Probably move out west. Der ist doch ganz schick, oder? You like that? Ah, gibt aber keine passende Farbe zum Hut. Staubmantel haben wir gerade an. Klassischen Frack. Nee, der ist zu dreckig. Der sieht nicht gut aus. Lange Unterwäsche. Französisches Anzughemd. Nee. Überhemd mit Stehkragen. If you buy candy, keep it in a jar. Ants love that stuff. Überhemd mit Kragen. Ja, komm, machen wir uns schick, oder? Seem a bit taken with that. Weißes Hemd. Na, mit einer vernünftigen Weste drüber vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das gefällt mir besser. Nehmen wir das. So. Traditionelle. Nee, die haben wir ja sowieso an. Opulente Weste. Those go pretty fast. Die würde auf jeden Fall ganz gut zum Hut passen, aber das Hemd ist eigentlich nicht dunkel genug. Nee. Paris-Weste. Ach du Scheiße. That's mighty popular these days. Ja, aber mir gefallen sie so gar nicht. Ja, die ist doch perfekt. You like the look of that one, huh? Jawohl. Die ist gut. Ah, nein, ich wollte noch nicht zurück. Hemden, Oberteile, Westen, Hosen. So, dann ziehen wir uns auch noch eine vernünftige Hose an. Wir brauchen noch neue Handschuhe.
dann für Jeans. Alle echt hässlich. I sell out of that pretty fast. Ja, die haben wir ja sowieso noch. Seem to have your eye on that. Klassisch. Ich will den Mantel gerne ausziehen. Nee, die ist mir zu dreckig auf jeden Fall. Haben wir denn noch schickere Hosen? Ja, tatsächlich. Was haben wir denn hier? Eine schicke Hose. Those go pretty fast. Die passt gut zum Hut, ne? Aber die ist mir irgendwie zu schick. Gekrempelte Arbeitshose. Mit Flicken drauf. Mit Flicken drauf ist ja sehr modern. Eine Stadthose, das ist doch super. Die finde ich ganz gut. That's mighty popular these days. Ranch-Hose. Taking a shine to that, huh? Die ist doch super. Die nehmen wir doch mal. Schöne Ranch-Hose. Reitstiefel dazu oder was? Tornado-Stiefel? Predigerstiefel, Jägerstiefel. Luxus-Schnellschuss-Stiefel. Robuste Stiefel sind doch super. Mühlenstiefel, was ist das denn? Yeah. You like the look of that one, huh? Schick, nehmen wir. So, dann noch ein paar vernünftige Handschuhe. Kavallerie-Handschuhe. Those go pretty fast. Schick. Aber ich glaube, ich nehme einfach wieder Reithandschuhe. Oder wie sehen denn diese Schützenhandschuhe aus? That's mighty popular these days. Nee, ich nehme wieder Reithandschuhe, aber ich hole mir mal eine andere Farbe. Das passt auf jeden Fall gut zum Hut. Es passt jetzt gerade nicht so zur Weste, aber gut. Den Mantel muss ich noch irgendwie loswerden gleich. Kernlederhosenträger. Oh ja. Yeah. That's mighty popular these days. Die nehmen wir doch mal. Die sind doch super. Und dann brauchen wir noch neue Sporen. Gärtenluxussporen. Wow. Ja, die passen natürlich perfekt. Die sind doch perfekt. Die sind doch richtig geil, Leute. Nehmen wir. Wunderbar. Sören im Shoppingwahn. So, das war's. Wie kann ich denn jetzt diesen Mantel ausziehen? Ich möchte gerne einfach nur das Hemd und die Weste haben, aber diesen Mantel nicht. Can I get you anything else? Look around. Ich geh mal kurz in meine Tasche. Also hier kann ich's nicht. Gepäck. Nee. Crafting-Werkzeug. Halstuch und Reithandschuhe. Ich kann aber nicht diesen blöden Mantel ausziehen. Das gefällt mir gar nicht. Red Dead, ja, dann sag mal gerne gerade, wie ich diesen Mantel ausziehen kann. Wahrscheinlich nur im Lager, oder? Vielen Dank fürs Zugucken im Stream übrigens auch mal an dieser Stelle. So, gehen wir erstmal hier raus. Thanks for your assistance. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, are you blind? Ein perfekter Tag, um hier das Let's Play zu beenden.
Und genau hier das nächste Mal wieder einzusteigen und zu Mary zu reiten und die Kopfgeldjagd zu machen. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und sage bis zum nächsten Mal. Und da war auch der Stream weg. Tschüssi.